Hier ist Arnold und heute ist er im Humanbiologischen Museum in Holland. Und schau, das ist die erste biotechnologisch hergestellte menschliche Haut der Welt. 2011 züchteten holländische Wissenschaftler eine Ziege, die in ihrer Milch Material für Spinnennetze produzieren konnte. Und sie verwandelten dieses Material dann in menschliche Haut. Diese Haut ist 15 Mal stärker als Stahl und sie kann Kugeln vom Kaliber 5,56 aufhalten. Die Studie wurde offiziell beendet. Aber was wäre, wenn die Experimente im Geheimen weitergehen? Glückwunsch, Arnold! Du hast dich gerade freiwillig für den Test der kugelsicheren Haut gemeldet. Wow! Du lebst ja noch, Superman! Also, ein erfolgreicher Test. Hey, Arnie! Die Jungs scheinen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, aber sie wollen den Einsatz erhöhen. Ein Granatwerfer feuert eine Granate mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern pro Sekunde ab. Und sie kann eine 50 cm dicke Stahlpanzerung durchdringen. Jetzt brauchen wir etwas Ernsthafteres. Zum Beispiel eine Haut aus Fulleren. Dies ist das stärkste Material, das die Wissenschaft bisher kennt. Ein Allotrop des Kohlenstoffs. Und es ist 200 Mal stärker als der stärkste Stahl. Glückwunsch, Arnie! Deine Fulleren-Haut kann einer Raketengranate standhalten. Was man von deinem Gehirn natürlich nicht behaupten kann. Die Schockwelle hat es in flüssige Götterspeise verwandelt. Aber zum Glück bist du in einem supergeheimen Labor. Genau, Arnold, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu fliehen. Denn jetzt können dich automatische Waffen nicht mehr verletzen. Du kannst auch nicht erwürgt werden. Und selbst wenn dich ein Auto überfährt, kann dir das nichts anhaben. Aber deine Stärke, Arnie, du kleines Weichei, die hat sich kein bisschen verändert. Stattdessen hast du, wie ich sehe, jetzt Nerven aus Stahl. Aber das Problem ist, dass du dich jetzt für den Rest deines Lebens verstecken musst, damit niemand weiß, was du für eine Superhaut hast. Warte, was? Ich verstehe, Arnie. Du würdest alles tun, um beliebt zu sein. Naja, jedem das Seine. Aber pass auf, dass dein eigener Starrsinn nicht auf die schiefe Bahn gerät. Selbst Superman hat Schwächen. Hast du wirklich geglaubt, dass keine Waffe deine Haut durchdringen kann? Hey Arnie, deine Tricks sind scheiße. Wenn du beliebt sein willst, dann musst du dich abheben. Wie wäre es mit echter Magie? Der Zauberer Harry Houdini hat es zum Beispiel geschafft, mit gefesselten Händen lebendig begraben zu werden. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Heute werden wir dich lebendig begraben, zum dritten Mal. Und da die Leute schon oft gesehen haben, wie du diesen Trick vorgeführt hast, wirst du es dieses Mal auf besondere Weise tun. Wir werden dir Handschellen anlegen und der Sarg wird aus Metall sein. Okay, Arnie, Kumpel, bist du bereit? Rein mit dir! Bei der vergangenen Beerdigung hast du bereits die wichtigsten Regeln gelernt. Du musst ruhig und tief atmen, um Sauerstoff zu sparen. Okay, jetzt hör auf, ruhig zu sein. Wir müssen die Handschellen abnehmen. Das ist ganz einfach. Du musst dir nur an jeder Hand einen Finger brechen, damit du sie durch die Handschellen stecken kannst. Hör auf zu jammern, Arnie. Du hast doch noch zwei Finger übrig. Benutze deinen Gürtel oder deine Uhr, um zu versuchen, den Deckel aufzubrechen. Ein Metallsarg hat übrigens an den Rändern Schwachstellen. Komm schon, Arnie, das war ein Scherz. Du kannst das Metall nicht knacken, du Trottel. Über dir liegen 2 Meter Erde, die mit einer Masse von 2,5 Tonnen nach unten drücken. Diese dritte Beerdigung wird wohl deine letzte sein. Arnie, wo bist du? Och, du kleiner Mistkerl. Ja, du bist wahrscheinlich Arnie Houdini. Auf die gleiche Weise kletterte Harry Houdini durch ein Geheimfach in der Seitenwand des Sarges in einen Tunnel. Und dann ließ er sich durch eine Luke im Grab von oben auf den Sarg fallen und bedeckte sich mit gut 1,5 Meter Dreck. Aber wo ist die Luke, Arnie? Was für eine Überraschung. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich dich so einfach rauslassen würde, oder? Schwimm hoch, Arnold, bevor der Beton aushärtet. Oh, ja, vergessen dir zu sagen. Die Betonlösung bildet in Verbindung mit Wasser alkalische Moleküle. Und da deine Haut sehr feucht ist, wird das ganz schön wehtun. Glückwunsch, Arnold, du hast es geschafft. Ist ziemlich gruselig drin. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Arnold, du fasst besser nichts an. Was ist denn jetzt los? Arnold, lauf! Mutter Gottes, es sieht so aus, als wären wir im 13. Jahrhundert gelandet.
Mitten in der heiligen Inquisition. Hey. Was für eine fantastische Reise. Kernziel der Inquisition war die Vernichtung aller Ketzer. Hey, was hat Arnold eigentlich gemacht? Ich glaube, ich verstehe. Dein Telefon ist für sie schwarze Magie. Die Inquisition kam mit dem Fortschritt nicht ganz so gut zurecht. Als Galileo bewies, dass sich die Erde um die Sonne dreht, widersprach das den katholischen Vorstellungen völlig. Arnold, Pech gehabt. Damals wurden alle Rothaarigen verdächtigt, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Entspann dich. Am Anfang werden sie dich nur ausfragen. Setz dich hin und beruhige dich. Diese Stühle hier sind extra aus Eisen gefertigt, damit sie beheizt werden können. Geständnisse wurden meist durch Folter erzwungen. Entsage der Ketzerei, Arnold! Während der Zeit der Inquisition wurden viele heidnische Rituale fälschlicherweise für schwarze Magie gehalten. Sie versuchten, die Heiden zum Katholizismus zu bekehren. Komm schon, Arnold, nimm den Katholizismus an und du wirst frei sein. Es stimmt, manchmal wurden die Reumütigsten freigelassen. Heiliger Bim-Bam, was denn jetzt? Es sieht so aus, als hätte dich jemand angezeigt. Die Leute beschuldigten sich untereinander oft der Ketzerei. Ich weiß nicht, ob du noch mehr von diesen Qualen ertragen kannst, Arnold. Arnold, hier ist der spanische Stiefel, die Ketzergabel und die Judaswiege. Arnold, ich rate dir dringend, alles zu beichten. Okay, mit deiner Unterschrift stimmst du zu, dass du ein Nekromant, ein Magier und ein Gnom bist. Gut, die Folterungen sind vorbei. Und die Inquisition hat in der Tat keine Menschen hingerichtet. Nachdem der Täter gestanden hatte, wurde er von einem Gericht verurteilt. Beruhige dich, Arnie. Niemand wird dich verbrennen. Nach dem Gesetz wird man dir einfach den Kopf abschlagen. Es sieht so aus, als hätten alle Angst vor deiner Fähigkeit, Flammen aus deinen Händen zu entlassen. Das scheint mächtige Magie zu sein. Tut mir leid, Arnold, ich bin kein großer Fan von solchen blutigen Szenarien. Also, ran an die interessanten Informationen. Lass uns Arnolds neuen Freunden einen guten Appetit wünschen. Jetzt sollten wir sie vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Also, Werwölfe werden Lankotropen genannt. Diesen Namen haben sie aus dem antiken Griechenland. Der Autor des Begriffs ist Herodot, ein Historiker von vor 2500 Jahren, der bei der Beschreibung von Skythien Menschen erwähnte, die sich sofort in Wölfe verwandeln konnten. Was Vampire angeht, so wurde das Wort Vampir erstmals 1734 im Oxford English Dictionary erwähnt. Arnold, du bist am Leben. Ich bin so glücklich. Aber warte, was ist denn das an deinem Hals? Nee, das soll wohl ein Scherz sein. Du bist tatsächlich der erste Mensch, der gleichzeitig von einem Vampir und einem Werwolf gebissen wurde. Ich frage mich schon, wie du wohl aussehen wirst. Während du versuchst herauszufinden, wie das funktionieren soll, erzähle ich dir eine interessante Tatsache. 1999 schlossen 907 verrückte Amerikaner eine Versicherung für den Fall ab, dass sie sich bei Vollmond plötzlich in Werwölfe verwandeln. Arnold, wenn du so aussiehst, dann wirst du ein bisschen schnell entdeckt. Du musst eine weniger auffällige Form wählen. Außerdem galten Rothaarige im Mittelalter als Vampire. Frankie hat dich bereits zu seiner Freundesliste hinzugefügt. Das ist ja süß. Er ist auch aus einem riesigen Haufen zufälligen Mist zusammengesetzt. Genau wie du. Jeder weiß doch von der alten Feindschaft zwischen Vampiren und Werwölfen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas in einem einzigen Körper sehen würde. Oh, jetzt bekommst du also Hunger? Und du brauchst Essen für zwei. Na dann los, such dir deine Opfer. Das perfekte Opfer. Guten Appetit, Arnie. Warte, Arnold, wo bist du? Was hast denn du erwartet? Du kannst dich dem Ruf der Wildnis nicht widersetzen. Vergiss bloß nicht, hinter deinem Mund aufzuräumen. Du bist ja ein richtiger Blutsauger. Wenn du so weitermachst, Arnold, solltest du darüber nachdenken, Veganer zu werden. Oh, ich habe vergessen, dich zu warnen. Eine doppelte Kreatur wird doppelt gejagt.
Ihr müsst eure Differenzen beilegen, denn ihr habt jetzt gemeinsame Feinde. Beten wird dir nicht helfen, Kumpel. Und natürlich ist Knoblauch jetzt tödlich für dich, du Trottel. Du bist nicht das erste Opfer der Jagd. Im 16. Jahrhundert erließ das französische Parlament ein Gesetz zur Ausrottung aller Gestaltswandler. Infolgedessen wurden zwischen 1520 und 1630 in Frankreich mehr als 30.000 Menschen getötet, die man für Werwölfe hielt. Ach, du Glückspilz, Arnold. Die Jungs von Greenpeace sind auf der Suche nach dir. Yeah, yeah, yeah. Frohes neues Zuhause, Kumpel. Du bist hier für eine lange Zeit. Oh, und übrigens, meide direktes Sonnenlicht. Und bis bald, du Mischling. Hey, wie ich sehe, ist die Late-Night-Bier-Party ein ganz großer Erfolg geworden. Aber vergiss nicht, morgen früh hast du eine Konferenz von YouTubern mit einem IQ unter 60. Und wenn du zu spät kommst, ist deine Karriere im Eimer. Für die Toilette ist keine Zeit mehr. Zieh hoch, Kumpel! Die Blase fasst bequem 150 bis 200 Milliliter Flüssigkeit. Bei 400 bis 500 Milliliter spürst du einen gewissen Druck. Du hast wohl viel getrunken. Der Chef scheint schlechte Laune zu haben und Toilettenpausen fallen wohl aus. Die Flüssigkeit wird von den Nieren aufgenommen und geht dann durch den Harnleiter in die Blase runter. Du fühlst dich wahrscheinlich ein bisschen gestresst, Arnold, denn jetzt musst du den Drang mit deinen Muskeln zurückhalten. Ich empfehle dir nicht zu lachen, Arnold, oder niesen oder husten. Alles, was die Muskeln schwächt, könnte dazu führen, dass du ausläufst. Hurra! Pause! Du bist gerettet! Der durchschnittliche Mensch geht 6 bis 8 Mal am Tag pinkeln. Oh, Pech gehabt, Army. In der Antike erlaubten es die Regeln des Anstands, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Und die Unterteilung der Toiletten in Damen- und Herrentoiletten wurde erst 1792 eingeführt. Okay, die Pause ist vorbei, Kumpel. Jetzt bist du an der Reihe, deinen Vortrag zu halten. Wenn du weiter anhältst, dehnen sich die Blasenwände, sodass du noch etwas zurückhalten kannst. Aber das kann gefährlich werden. Bakterien und Säuren in deinem Urin können zurück in deine Nieren wandern und Blasen- und Nierenbeckenentzündungen verursachen. Es scheint, Arnold, dass jeder deine Unzufriedenheit mit der Unternehmenspolitik gut weiß. Komm schon, Arnold. Ich weiß, dass du es noch ein bisschen länger aushalten kannst. Nur noch 50 Gespräche, dann darfst du. Nun, das war's. Zeit, nach Hause zu gehen. Und Arnold, ich rate dir, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Wenn deine Blase so voll ist, dann könnte sie platzen. Juhu, du bist fast zu Hause. Jetzt müssen wir nur noch durch den morgendlichen Berufsverkehr kommen. Der arme Kerl hat bereits das Handschuhfach durchwühlt, die Pommes vom letzten Jahr gefunden und hört zum 100. Mal eine Ricky Martin CD, die in der Stereoanlage feststeckt. Ich stimme zu, das ist entsetzlich. Nein, nicht Arnold! Du sparst doch dadurch keine Zeit, es ist wirklich gefährlich. Du kannst mir danken, Arnie. Ich bin derjenige, der dir den Hintern gerettet hat, indem er die Zeit angehalten hat, genau wie in den Cartoons. Was würdest du in so einer Situation als erstes tun? Vielleicht in den Archiven des Pentagons nachsehen, ob Armstrong wirklich auf dem Mond war? Oder würdest du dich vielleicht trauen, Susie zu küssen? Das Wichtigste ist, nicht in Japan zu landen. Die lieben es, die Zeit anzuhalten. Sie lieben es einfach so sehr. Wenn die Zeit stehen bleibt, bleibt physikalisch gesehen alles stehen. Man muss kein Mathematiker sein, um zu verstehen, dass die Zeit eine der Komponenten von Geschwindigkeit und Entfernung ist. Wenn einer der Werte gleich Null ist, sind auch alle anderen gleich Null. Und jetzt auf ins Abenteuer! Hoppla, Lichtteilchen und Photonen sind ebenfalls stehen geblieben. Dementsprechend ist auch die Fähigkeit verschwunden, irgendetwas mit dem Augenlicht zu erkennen. Und du wirst kein Wasser mehr trinken können, alles ist wie eingefroren. Hier noch eine interessante Tatsache. Ein Lichtstrahl, der vor 65 Millionen Jahren die Erde verließ, ist jetzt 65 Millionen Jahre entfernt. Und jemand, der ein großes Teleskop genau auf die Erde richtet, kann jetzt die Dinosaurier sehen. Aber ich schlage vor, wir kehren in die Realität zurück. Jetzt hast du nicht mehr das Gefühl, dass du Zeit verschwendest, denn jede Sekunde unseres Lebens ist so schön. Oh shit.
Arnold, sieht aus, als hätte jemand letzte Nacht Spaß gehabt. Und irgendetwas sagt mir, dass dein Gehirn wahrscheinlich genauso durcheinander ist wie dieses Zimmer. Du erinnerst dich wahrscheinlich an gar nichts mehr, oder? Bist du letzte Nacht endlich ein richtiger Mann geworden? Glückwunsch, Arnold. Das ist dein erster Kater. Und das sind die unangenehmen Folgen deiner neuen Bekanntschaft. Arnold, wie wäre es mit einem Prost auf deinen neuen Freund? Ich verstehe natürlich. Was sein muss, muss sein. Oh, Arnold, wolltest du wirklich eine lebenslange Erinnerung an dieses Ereignis schaffen? Sieh es doch mal so. Dann hast du wenigstens etwas, wovon du deinen Freunden später erzählen kannst. Wie du siehst, schaden die Folgen eines Katers nicht nur deiner Gesundheit, sondern auch deinem Bankkonto. Oh, du warst gestern Abend an Großzügigkeit ja nicht zu überbieten, Arnold. Verdammt nochmal, du warst der King der Party. Und wo ist dein Zahn jetzt? Klingt da was? Nichts? Nein? Arnold, okay, das konntest du nicht wissen. Aber zu viel trinken führt zu aggressivem Verhalten. Und dafür hast du sicherlich einen Preis bezahlt. Oh, du hast eine Lösung gefunden. Zeit, Aspirin zu nehmen. Oh, warte, nein, du hast vergessen, deinen Erste-Hilfe-Kasten aufzufüllen. Aber wirklich, Arnold, all diese Probleme sind nur in deinem Kopf. Mineralwasser ist ein wahres Wunderwerk. Du bist dehydriert. Du musst nur das fehlende Wasser in deinem Körper wieder auffüllen. Was ist mit dem Jacuzzi? Ich verstehe total, wenn du nach der letzten Nacht mit dem Trinken aufhören willst, aber so? Du hättest nicht gedacht, dass es so einfach ist, deinem Kater zu entkommen, oder? Jemand soll Spielberg anrufen? Wir haben einen Plan für einen neuen weißen Hai. Was ist los, Arnold? Rufst du einen Krankenwagen? Ah, du hast beschlossen, deine Kräfte mit leckerer Pizza aufzuladen. Aber du hast eine Sache vergessen. Alkoholgeruch. Das sind die Zerfallsprodukte von Ethanol, die im Körper entstehen, nachdem die Leber die Verarbeitung übernommen hat. Eines davon, Essigsäure, hat einen besonders üblen Geruch. Hey Arnold, bist du sicher, dass du nach dem Essen noch schlafen willst? Leider kannst du den Schlaf vergessen. Die Funktionen des Kleinhirns sind nach dem Alkoholkonsum beeinträchtigt. Sobald du deine Augen schließt, verfügt das Kleinhirn nicht mehr über genügend Daten zur Orientierung im Raum und beginnt kaputte Daten an die Großhirnrinde zu übermitteln. Sag Hallo zu Bettgespinsten. Armer Arnold, och, es ist so schade, dich so zu sehen. Lass mich dir einen Rat geben. Im Moment wird dich eine Tasse heißer Tee retten. Wickle dich in eine warme Decke und schlafe so fest ein, dass dich kein Prinz mit seinem Kuss aufwecken kann. Arnold! Aufwachen! Ich habe eine Überraschung für dich. Natürlich weißt du, dass ich dein Verbündeter im Kampf gegen deine Sozialphobie bin. Also habe ich beschlossen, dir zu helfen, indem ich dich weiter weg von Menschen bringe. Genauer gesagt, auf den Gipfel des Mount Everest. Der andere Name des Bergs ist Chumulungma. Und er ist der höchste Punkt auf dem Planeten Erde. Übrigens nur so nebenbei, du schuldest mir $50,000. Das ist der Durchschnittspreis für eine Expedition hier hoch. Um auf dem Gipfel zu überleben, braucht man eine Spitzenausrüstung. Schließlich gibt es nur sehr wenig Sauerstoff und es ist extrem kalt. Arnold, geh runter und zwar schnell! Beeil dich, Arnold, aber beweg dich so langsam wie möglich. Der Sauerstoffgehalt ist hier nur ein Drittel des normalen. Versuche, Energie zu sparen. Luftmangel bewirkt, dass das Gehirn die Zeit falsch wahrnimmt. 5 Meter in 3 Stunden zu kriechen klingt mir ein bisschen zu langsam. Zum Glück erreicht der Wind an der Spitze 200 Meter pro Sekunde und er kann uns helfen. Du kannst 8 Kilometer in nur 3 Minuten fliegen. Aber Vorsicht, die Felsvorsprünge könnten dir im Weg sein. Du Glückspilz, du bist auf dem Müll gelandet. Everest-Touristen hinterlassen so viel Müll auf dem Berg, dass die Regierung $2 für jedes gesammelte Kilogramm Müll zahlt. Oh, du willst mir meine $50,000 zurückzahlen? Arnold, versuch nicht so viel zu atmen. Bei einer Temperatur von minus 60 Grad Celsius beginnen die Lungen zu gefrieren. Der Berghusten ist so schlimm, dass er dir sogar die Rippen brechen kann. Es tut mir leid, Arnold, aber Bergsteiger können keine Leichen vom Mount Everest mitnehmen. Das ist unmöglich. Außerdem werden die Leichen als Höhenmarkierung für Berggipfel verwendet. Nun, Arnold, wenigstens hast du etwas Sinnvolles gefunden. Wie ich sehe, bist du wirklich froh, hier zu sein, Kumpel. Besonders nach so heftiger Kälte. Oh, ich glaube, du genießt es vielleicht ein bisschen zu sehr.
Hallo, Arnold. Es sieht so aus, als hättest du wegen Sauerstoffmangels angefangen zu halluzinieren und jemand hat dich zum Lagerfeuer gebracht. Ich bin froh, dass du aufgewacht bist, aber es liegen noch 6 Kilometer vor uns. Ich glaube leider nicht, dass du noch die Kraft hast, nach Hause zu kommen. Aber warte, Arnold, ich habe eine Idee. Du kannst das Kunststück von Marco Siffredi wiederholen. 2001 hat er den Mount Everest auf einem Snowboard bezwungen. Ich glaube an dich, Arnold. Oh, das sieht nicht gut aus. Mehrere gebrochene Knochen und Erfrierungen im Endstadium. Aber wir haben den Boden erreicht, Arnold. Es ist unfassbar. Komm schon, schrei mit mir, Arnold. Hooray! Arnold, das war nur ein Scherz. In den Bergen darf man nicht schreien, das kann doch Lawinen auslösen. Du siehst richtig scheiße aus. Warte, liegst du im Koma? Wenn man dich so ansieht, könnte man meinen, du wärst tot, aber du bist noch am Leben. Im Koma bist du nicht in der Lage, auf äußere Reize zu reagieren. Deshalb wirst du der beste K-Pop-Fan sein. Und du kannst denselben Song jahrelang in der Schleife hören. Menschen können zwischen ein paar Tagen und einigen Jahren im Koma liegen. Edward O'Bara fiel im Alter von 16 Jahren in ein Koma und verbrachte 42 Jahre in diesem Zustand. Nach Angaben von Patienten fühlen sie sich während des Komas ganz real an. Sie wanderten durch lange und dunkle Gänge, Labyrinthe und durchliefen komplexe Mechanismen. Der Grad des Komas wird anhand der Glasgow-Koma-Skala bestimmt, wobei 15 Punkte klares Bewusstsein und 3 Punkte Hirntod bedeuten. Arnold, sie werden die Maschine abschalten. Wach auf! Ich verspreche dir keine Experimente mehr an dir. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Komm schon, Arnie, du kannst es schaffen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Er startet mit seinem ersten Tag in den Urlaub. Und denke nicht einmal, dass mir dieses kleine Stück Scheiße leid tut oder dass mir deine Kommentare wichtig sind, die ihn um eine Pause bitten. Nee, jemand anonymer schickte ihm gerade eine kostenlose Einladung zu einem Urlaub an einem See. Oh, Mensch, das ist ja wirklich ein schöner Ort. Und verdächtig vertraut. Heiliger Krapoli, es ist Jason Voice. Arnold, los, schreib dein Testament. Jason ist ein 2 Meter großer Verrückter mit einem enormen Verlangen nach Gewalt. Versuch wegzulaufen oder sich zu verstecken ist nutzlos. Er hat eine unerklärliche Fähigkeit, plötzlich hinter seinem Opfer aufzutauchen. Angriff ist die beste Verteidigung. Stell ihm eine Falle. Nachdem Jason vom Blitz getroffen wurde, wurde er super resistent. Aber er hat immer noch keine Chance gegen eine Säge. Nö, du bist wie ein Affe mit einer Handgranate. Ich kann dir nichts anvertrauen. Was für eine Wendung. Jason wollte wahrscheinlich nicht, dass du auf irgendeine Weise stirbst, außer von ihm. Warum benimmst du dich denn so komisch? Voorhees kommt immer wieder zurück, sodass du schnell einen Plan B erstellen musst. Wenn er nicht zerstört werden kann, muss man seine Bewegungsfähigkeit einschränken. Du könntest Beton über seine Beine gießen, dann kann er dir nicht mehr folgen. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Beton benötigt zum Aushärten mehrere Stunden. Du musst Jason nur im Auge behalten und ihm jedes Mal, wenn er zu heilen beginnt, die Gliedmaßen verletzen. Ihr seid jetzt für immer zusammen. Ziel auf die Knie, Arnold! Schaden wird krasser und die Wiederherstellung wird länger dauern. Ich verstehe nicht, was passiert. Arnold, ich bin dein Vater. Aber Arnold, wo wirst du jetzt wohnen? Sieht aus wie Wald. Nun, ich mache mir keine Sorgen. Du weißt wahrscheinlich schon, dass du Blätter unter dein Hemd stopfen musst, um dich warm zu halten, dein Trinkwasser filtern musst und... Nein, ist nichts, du Idiot! Also, solange du noch nicht so tief im Wald verschwunden bist, hör genau zu. Das Geräusch eines Traktors ist noch in 3 bis 4 Kilometern Entfernung zu hören. Das Bellen eines Hundes in 2 bis 3 Kilometer. Ein vorbeifahrender Zug ist noch in 10 Kilometer Entfernung zu hören. Und BTS-Songs, nun ja, die kann man immer hören. Oh, was ist das, Arnold? Süß. Oh, schau mal, der Kleine hat sich verlaufen. Genau wie du. Plumplores leben hauptsächlich in tropischen Wäldern. Versuch gar nicht erst, ihn zu streicheln, Arnie.
Loris lecken ihre Ellenbogengelenke, die ein tödliches Gift absondern, sodass ihr Biss dich töten kann. Du solltest den Spuren der Tiere folgen. Es wäre toll, wenn du fließendes Wasser findest. Ein Bach oder Fluss. Hier kannst du dir Nahrung besorgen, indem du Fische fängst. Ja, Arnold? Wenn du das so machst, dann wirst du den ganzen Tag hier sein. Und wie du sehen kannst, hatte ich recht. Die Nacht ist die gefährlichste Zeit im Wald. Hey, Kumpel, ich denke, du solltest die Nacht hier in diesem Baum verbringen. Ja, es ist nicht das Ritz, aber es ist sicher. Am Morgen musst du auf eine Lichtung gehen, damit du für die Retter sichtbar bist. Eine Person in einem Wald zu finden, ist eine ganz besondere Aufgabe, an der Retter, Freiwillige und das Militär beteiligt sind. Das Gelände wird in Quadrate aufgeteilt und jedes davon wird gründlich durchkämmt. Es gab einen Fall, in dem jemand, der sich verirrt hatte, ohne es zu wissen, auf die Suche nach sich selbst ging. Dieser Typ schaffte es, aus dem Wald herauszukommen, erzählte niemandem davon und beteiligte sich an der Suche nach ihm. Du kannst aus der Luft gesehen werden, wenn du ein Feuer machst. Am besten ist es, wenn du frisches Laub darauf wirfst, damit es richtig qualmt. Nicht die Retter haben dich gefunden, sondern ein einheimischer Jäger. Er hat dein Feuer gesehen. Glückwunsch, Arnie. Du hast es nach Hause geschafft. Vor dir steht Toxorhinochites. Die größte Mücke auf der Erde. Mit einer Flügelspannweite von 12 cm. Keine Angst, Dummkopf. Sie braucht dein Blut nicht. Diese Art ernährt sich von Blütennektar. Sei vorsichtig, hier gibt es Ameisen. Und was ist das? Wusstest du, dass während die Biester trinken, sie Speichel mit Enzymen in dein Blut injizieren, die dich betäuben? Aber die Weibchen brauchen das Blut nicht für sich selbst. Sie füttern damit ihre Babys. Und ja, nur die Weibchen trinken Blut und die Männchen ernähren sich von Blütenpollen. Besser nicht atmen. Ein hungriges Weibchen riecht dein veratmetes CO2 noch aus 20 Metern Entfernung. Der Kaugummi wird dir auch nicht helfen. Sie finden dich immer auch durch deine Körperwärme. Aber selbst 1000 Mücken können nicht dein ganzes Blut aussaugen. Und es braucht schon 1 Million und 100.000 hungrige Insekten. Oh nein, Arnold, du hast ein Nest der 24-Stunden-Ameise gestört. Wenn die beißen, entsteht eine Verbrennung auf der Haut, die genauso schmerzhaft ist wie der direkte Kontakt mit Feuer. Das Nervengift Poneratoxin gelangt in den Blutkreislauf, greift das Nervensystem an, lähmt die Gliedmaßen und verursacht quälende Muskelkrämpfe, die bis zu 36 Stunden anhalten können. Durch den Biss von 1000 Ameisen bekommst du so viel Neurotoxin, dass du Halluzinationen und Probleme mit der Sauerstoffversorgung der Organe bekommst. Aber du wirst überleben. Südamerikanische Ureinwohner feiern so traditionell die Jugendweihe. Jetzt bist du ein echter Mann. Du solltest ein Like und ein Abo für den Kanal bekommen. Ich hatte ja ganz vergessen, dass Moskitos Krankheiten übertragen können, wie Malaria, Dengue, Zika. Jedes Jahr sterben Millionen Menschen daran. Oh nein, Arnold, sag mir doch nicht, dass du aus diesem See trinken willst. Aber keine Sorge, Arnold. Wenn ein Blutegel in dein Verdauungssystem gelangt, hat er keine Zeit, dir zu schaden. Er wird sich schnell in deinem Magen auflösen. Aber du hast mehr als ein Blutegel in dir, Kumpel. Du bist jetzt das Gesicht der Sendung. Erschwingliche Wohnungen für Blutegel. Es gibt mehr als 500 Arten von Blutegeln auf der Welt, aber nur 3 von ihnen werden als wertvoll für den Menschen angesehen. Es dauert nur 10 Minuten, bis 335 Blutegel das gesamte Blut aus dir herausgesaugt haben. Und du, Arnold, hast 1000 von ihnen. Jede Sekunde zählt. Um die Blutegel loszuwerden, musst du Salzwasser trinken. Tut mir leid, Arnie, ich hatte keine andere Flasche. Das Wasser aus dem See zu trinken war eine schlechte Idee, Arnold. Selbst dein Blutegel ist im Vergleich zu dir schlau. Seine Neuronen wurden für einen biologischen Computer namens Blutegolulator verwendet. Er kann Primzahlen addieren und du kannst es nicht. Aber du solltest dich nicht zu früh freuen, Arnold. Es scheint, als hättest du die Aufmerksamkeit einiger wirklich gefährlicher kleiner Kerle auf dich gezogen. Ich verstehe, dass es schwer zu glauben ist, aber du solltest dich deswegen nicht bewegen, Kumpel. Arnold, lass dich ruhig von den Bienen stechen. Bienengift ist cool. Es enthält viele natürliche Stoffe, die sogar tödliche Krankheiten besiegen können. Aber in diesem Fall ist es wahrscheinlicher, dass du an einem Hitzeschlag stirbst, als an 1000 Bienenstichen. Bienen, die deinen Körper bedecken, erhitzen ihn auf bis zu 47 Grad. Arnold, alles gut?
Tatsächlich können die elektromagnetischen Wellen eines Mobiltelefons eine Biene außer Gefecht setzen. Eine Biene ist wie ein Navigationssystem mit einer Reihe von Sensoren, ähnlich wie ein winziges kleines Flugzeug. Offensichtlich müssen also beim Fliegen, genau wie bei großen Flugzeugen, die Mobiltelefone ausgeschaltet werden. Wenn man nämlich ein Mobiltelefon mit einer Frequenz von 900 MHz in einen Bienenstock stellt, werden alle Bienen innerhalb von 10 Minuten evakuiert und kehren nie wieder zurück. Warte, Arnold, bist du das? Das ist eine ganz schöne Schwellung, Kumpel. Ich denke, du musst für ein paar Wochen im Wald leben, bis du wieder wie ein Mensch aussiehst.